Ich will euch mal wieder zeigen, was in den letzten Wochen und Monaten bei mir gelandet ist. Und als kleines Spezial, da wir in der letzten Haul nicht ein einziges DC-Comic hatten, gibt es heute nur DC-Comics. Und damit herzlich willkommen zurück bei Hardcovered. Ich bin Silas und heute geht's wie gesagt um meine neuesten Neuzugänge, beziehungsweise eine neue Comic-Haul. Diesmal nur DC-Comics, dabei aber auch DC Vertigo, DC Superhelden, Omnibus Hardcover und auch eine Absolute Edition. Wir fangen aber erstmal an mit etwas mehr oder weniger Unerwartetem, beziehungsweise mit einer kurzen Einleitung. Und zwar war ich mal wieder an dem Punkt, wo ich einfach etwas Neues ausprobieren wollte. Da ging es mir nicht unbedingt um Genre, aber besonders darum, ja, meinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Bei DC bedeutete das neue Helden ausprobieren, von denen ich bis jetzt kaum oder gar nichts gelesen habe. Und gleichzeitig aber auch solche Sachen wie Autoren nachzuverfolgen, von denen ich bis jetzt ein Werk gelesen habe, das mir super gefallen hat und ich dann aber nicht weitergemacht habe. Und damit fangen wir auch direkt an. Bei DC Vertigo ist nämlich das hier bei mir gelandet. DMZ. Hierbei die Deluxe Edition. Hier sehen wir auch noch das Vertigo-Logo. Das Ganze gab es nämlich in einer Neuauflage bisher nur in einem Compendium. Das heißt einem großen Trade Paperback. Hier die Deluxe Edition mit dem Oversized Artwork und halt eben auch Hardcover mit dem Schutzumschlag und so weiter. Was mir sehr wichtig war. Denn warum habe ich mir DMZ geholt? Das Ganze ist geschrieben von Brian Wood, den ich sehr mochte an seinen Werken wie Northlanders und den ein oder anderen Sachen, wo ich schon mal bei seinen Alien-Comics reingeschaut habe. Nun wollte ich also mehr von ihm lesen und nicht nur, dass DMZ eins seiner ersten Werke ist, es soll auch das quasi Beste von ihm sein. Zumindest das, was wirklich der breiten Masse immer wieder empfohlen wird, wenn man danach googelt, wie auch immer. Dann habe ich hier einen ganz guten Deal gefunden für das Hardcover, beziehungsweise besser gesagt für die Hardcover. Ach so, damit ich es euch einmal zeige. Ich halte zwar noch die anderen Bände in die Kamera, aber unter den Bänden versteckt sich nicht viel. Wir haben hier nur so embossed das DMZ-Logo. Ich hoffe, das erkennt man irgendwie in der Kamera. Ich befürchte aber schon fast nicht. Ist wirklich sehr leicht draufgedruckt und auf dem Buchrücken ist auch nur das DMZ-Logo. Und Brian Wood. Ja, das wird gar nicht scharf. Perfekt. Also machen wir mal weiter. Tatsächlich ist es aber nicht nur das erste Hardcover geworden, denn ich wusste, diese Reihe ist relativ schwer mittlerweile zu bekommen. Da ist hier mal ein Band out of print, dann wird der mal teuer gehandelt und so weiter. Deshalb habe ich ein Angebot gefunden, in dem es gleich mehrere Bände gab. Insgesamt ist das Ganze 5 Deluxe Editions. Ich habe hier jetzt noch die zweite, meiner Meinung nach, mit einem sehr, sehr coolen Cover. Brian Wood, der jetzt bekannt ist als Autor, kommt tatsächlich eigentlich aus dem Graphic Design. Das heißt, hier die ganzen Cover und auch Designs der Reihe selbst hat er entworfen. Hier haben wir noch die dritte Deluxe Edition, auch ein sehr cooles Cover. Ich habe mir das, wie gesagt, als Deluxe Edition geholt, weil ich großer Fan von den Zeichnungen bin. Die sehen halt sehr early 2000s, ein bisschen Y2K, es spielt halt in New York, es ist ein bisschen abgefuckt, es muss ein bisschen dreckig, grungy aussehen. Es hat mich wirklich sehr angesprochen. Hier haben wir noch so ein Beispiel für ein Cover, das direkt von Brian Wood kommt. Genau, da ist noch die dritte bei mir gelandet und auch die vierte Deluxe Edition und damit fehlt nur noch die fünfte und dann wäre das Ganze auch in Deluxe Editions abgeschlossen. Da ich die ganzen aber in einem Paket bekommen habe und es jetzt schon 4 Deluxe Editions sind, habe ich mir eigentlich vorgenommen, das Ganze erst so weit zu lesen oder zumindest den Großteil zu lesen, bevor ich mir die fünfte Deluxe hole. Einfach um mich selber ein bisschen davor zu retten, noch mehr Geld auszugeben. Also bleibt es jetzt erstmal bei den 4. Den ersten bin ich schon am Lesen und wie mir das gefällt, lasse ich euch auf jeden Fall in einem zukünftigen Video wissen. Jetzt machen wir weiter mit einem bisschen, ja, Classic DC Superheroes und einen Teil davon habt ihr schon gesehen, deshalb sage ich dazu jetzt nicht so viel. Als erstes habe ich hier nämlich Superman Birthright, ein Charakter, von dem ich bis jetzt im Main-Universum nichts Eigenständiges gelesen habe, es sei denn erstmal in einem Event oder so aufgetaucht und deshalb habe ich gestartet mit Superman Birthright, eine Neuinterpretation seiner Origin-Geschichte, die zudem auch noch sehr, sehr gut sein sollte und meine Meinung dazu habe ich euch in meinem letzten Video vorgestellt. Passend dazu aber nicht nur die zu Superman Birthright, sondern auch noch zu Superman for All Seasons. Hier in dem Fall die Absolute Edition,
Ich hole das Ganze auch nochmal raus, damit wir dieses wunderschöne Cover sehen, das mir wirklich mega, mega gefallen hat. Genau, mal wieder eine Absolute Edition, davon habe ich noch wirklich echt nicht viele, wodurch das einen ganz bestimmten oder einen besonderen Platz in der Sammlung einnimmt und auf jeden Fall auch eine Story, die mir inhaltlich sehr, sehr gefallen hat. Wie gesagt, mehr dazu gibt es in meinem letzten Video. Und das war aber noch nicht alles an Superman und aktuell am Lesen bin ich deshalb den hier. Superman von Peter J. Tomasi und Patrick Gleason Omnibus. Hatte ich vor einer Weile auch schon mal auf Instagram gepostet, dass ich den am Lesen bin. Jetzt bin ich hier so ein bisschen über die Hälfte hinweg. Ich bin die letzten Wochen nämlich nicht viel zum Lesen gekommen. Aber wenn ich es mal schaffe, macht Superman extrem viel Spaß. Ist relativ kurzlebig, aber bringt immer mal wieder Charaktere und Anspielungen zu älteren Story-Arcs wieder, wodurch man dann trotzdem dranbleibt. Auch dazu, und weil ich ja jetzt mit Superman quasi im Videoformat angefangen habe, kommt auf jeden Fall in Zukunft noch ein Video. Und natürlich reicht es nicht, ich musste noch irgendeinen neuen Helden ausprobieren. Dabei bin ich schon wieder in eine andere Richtung gegangen und auch so ein bisschen out of my comfort zone. Weil klar, es gibt Leute wie Swamp Thing, Constantine oder alles, was so in die Richtung geht, die man nicht nur generell kennt, sondern die einfach meinen Geschmack ansprechen. Und deshalb wollte ich was anderes ausprobieren, konnte mich aber immerhin an einen Autoren hangeln, der sehr, sehr beliebt ist und den ich in der Vergangenheit auch als ziemlich gut eingeschätzt habe. Und deshalb ist Flash bei mir gelandet. Flash von Geoff Johns, die Neuauflage der Omnis, die man jetzt aktuell bekommt, mit diesem Buchrücken hier. Und davon Volume Nummer 1. Soll ein ziemlich guter Einstieg in Flash sein, ein großer Grundstein der Flash-Geschichte und auch viel Flash mit Wally West, ein Charakter, mit dem ich bis jetzt echt gar keinen Kontakt hatte, denn auch für mich, aufgrund der Serie, ist Flash bis jetzt immer Barry Allen gewesen. Plus seit dem New 52 ist das ja auch mehr oder weniger so. Deshalb bin ich sehr gespannt, worum es hier geht. Und dann habe ich mir gleich noch, einfach weil ich es für einen sehr, sehr günstigen Preis bekommen habe, Flash Volume 3 hier. Das heißt, Volume 2, die Mitte fehlt mir jetzt. Das habe ich aber so günstig bekommen, dass ich es unbedingt haben wollte. Plus, hier sind dann solche Story-Arcs drin, die ich sowieso lesen wollte, wie Flash Rebirth, also nicht dieses DC-Universum Rebirth, sondern so heißt einfach der Story-Arc, und Flashpoint, den ich dann endlich quasi in Hardcover und Oversized habe, nachdem ich das jetzt mittlerweile in keiner Edition mehr hatte. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich mir vielleicht auch noch den Flashpoint Omnibus hole. Sonst war es das aber erstmal mit Flash, mit Superman und jetzt geht es erstmal ans Lesen. Ich habe endlich wieder mehr Zeit und jetzt aktuell auch mehr Bock auf Lesen. Jetzt muss ich mich natürlich trotzdem erstmal wieder ein bisschen dazu zwingen, um reinzukommen, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, was sich so die letzten Wochen auf meinem Stapel getan hat. Nicht super viel, besonders nicht im Vergleich zu den letzten Videos, die waren aber auch mit deutlich größeren Pausen verbunden. Und wie gesagt, war es das jetzt erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure neuesten Errungenschaften in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.